Wir schreiben das Jahr 4174 MV. Es ist nun über ein Jahr her, seit die Invasion der Karg auf dem westlichen Teil der Galaxis mit der Schlacht um Yorgard endete. Die Weltenwehr hatte es nach monatelangem Kampf gegen die unbekannten Angreifer endlich geschafft, sie aus dem irischen Sternenimperium zu vertreiben. Viele Völker hatten sich zu dieser Zeit gegen die Karg zusammengeschlossen, dessen Absicht oder den Grund für ihre totale Zerstörungswut sie nicht kannten. Wir haben einen Sieg errungen, das ist wahr, und die Grenzen Erias sind wieder gesichert. Doch ahnen ich und alle anderen bereits, dass dies nicht der letzte Angriff war. Stetig finden immer wiederkehrende Attacken auf unsere äußeren Kolonien durch die Karg statt. Und nur einige Schiffe konnte der Hochkaiser entbehren, um diese weit außen gelegenen Siedlungen unseres Volkes zu schützen. Die Chaitas Ar ist eines von ihnen. Wir patrouillieren die Grenzen des Sternreiches ab, stets Wache haltend. Denn die Karg sind da draußen. Und wir haben den Auftrag dafür zu sorgen, dass dies auch so bleibt. Logbucheintrag von Kapitän Enos, 8. März 4174 MV. Kommandant der RSS Chaitas Ar. Es folgt der Eintrag vom 10. März 4174. 10. März 4174 MV. Wir haben heute eine Ladung Kalesium im Atelier-System an Bord genommen. Unser Auftrag ist es, dieses an die 7 Kolonien des Hagaron-Sektors zu verteilen. Zwar ist dieses hier ein Kriegsschiff, doch ohne einen dringenden Einsatz hat uns das Oberkommando versichert, uns auch solche Aufträge zukommen zu lassen. Kapitän auf der Brücke. Setzen Sie sich, Leutnant. Jawohl. Bereits irgendwelche Neuigkeiten? Haben wir neue Befehle aus der Yorgard erhalten? Bis jetzt nicht, Kapitän. Unser Auftrag ist es, weiterhin das Kalesium an die Kolonien zu liefern. Wir erreichen den Hagaron-Sektor voraussichtlich in 2 bis 3 Tagen. Kommandant Godwin, willkommen zurück auf der Chaitas Ar. Ich bin ebenfalls froh, wieder hier zu sein. Gab es Probleme auf Chaitas 1? Keine nennenswerten. Die Bewohner sind noch immer dabei, ihre zerstörten Städte wieder aufzubauen. Ich muss zugeben, dass ich meinen Dienst als Offizier der Flotte vermisst habe. Bei den Bodentruppen zu dienen ist zwar schön und gut, aber... Kapitän! Was gibt es? Ein Notruf erreicht uns. Ich kann das Signal nicht orten. Wir müssten auf Unterlichtgeschwindigkeit gehen. Leutnant Trajan? Jawohl, Kapitän. Was könnte es wohl sein? Ich vermute einmal nichts Gutes. Sonst würde eine Kolonie kein Kriegsschiff der Weltenwehr kontaktieren. Kapitän, ich habe es geortet. Es kommt von einer nicht allzu weit entfernten Kolonie. Gerade einmal 5 Lichtjahre. Sie trägt den Namen Veldan 4. Es ist wohl eine von 4 ehemaligen Kolonien. Jedoch wurden die anderen 3 vor einem Jahr von den Karg zerstört. Bei voller Überlichtgeschwindigkeit bräuchten wir etwa 8 Stunden, um das System zu erreichen. Die Karg. Ich hätte es mir denken müssen. Dann wird dies wohl doch keine eintönige Transportmission. Setzen Sie Kurs auf Veldan 4. 5200 UL. Jawohl. Glauben Sie wirklich, dass es die Karg sind? Im äußeren Raum lauern viele Gefahren, auf die Kolonisten nicht vorbereitet sind. Es müssen die Karg sein. Wer sonst würde eine Kolonie des irischen Sternenreiches angreifen? Vielleicht eine aggressive Alienrasse, über die wir nichts wissen. Wie die Karg? Nun... ja. Also. Zweiter Eintrag vom 10. März 4174. Wir haben einen Notruf vom Planeten Veldan 4 erhalten. Noch wissen wir nicht, worum es sich handelt, aber ich und ein Großteil meiner Mannschaft glauben, dass es die Karg sein könnten, die diese Kolonie angreifen. Kapitän!
Wir haben das System erreicht. Veldern liegt direkt vor uns. Bringen Sie uns in Sichtweite des Planeten. Was ist denn da passiert? Fenrich, bringen Sie uns in die Umlaufbahn. Die Oberfläche ist ja vollständig zerstört. Ich habe es doch gesagt. Die Karg waren hier. Fenrich Alon, was zeigen die Sensoren an? Klare Spuren von energetischen Plasmawaffen, wie sie die Karg verwenden. Jedoch zeigen die Sensoren keines ihrer Schiffe hier im System. Vielleicht haben sie sich getarnt. Nein, über diese Technologie verfügen die Karg nicht. Das wissen wir nicht. Sie könnten alles haben. Wir befinden uns nun in der Umlaufbahn. Bringen Sie das gesamte Schiff in Kampfbereitschaft. Informieren Sie die Mannschaft. Sie sollen sich entsprechend vorbereiten. Ich mache mich auf den Weg. Soll ich die Schilde hochfahren, Captain? Nein, noch nicht. Wenn die Karg wirklich hier im System sein sollten, dann könnte es uns zum Vorteil gereichen, wenn sie denken, wir wüssten es nicht. Verstanden. An alle Besatzungsmitglieder, es wurden potenzielle Aktivitäten der Karg in diesem System ausfindig gemacht. Alle Mann auf Gefechtsstationen. 50 Sternenstürmer sollen sich im Hangar sammeln. Es wird bald ein Trupp auf Veldern 4 entsandt werden. Das wäre erledigt. Sehr gut, Kommandant Godwin. Ich werde den Trupp selbst anführen. Ich bestehe darauf, mitzukommen. Wie Sie es wünschen. Ich habe jedoch Bedenken, dass... Kapitän, ein Schiff kommt auf uns zu. Welche Art? Karg. Schilde hoch und Waffensysteme bereit machen. Schilde auf 94%. Wendemanöver einleiten und die Lasergeschütze in Stellung bringen. Bereit? Feuer! Kapitän! Schilde auf 80% gesunken! Plasma-Torpedos bereit! Wir durchdringen ihre Backbordschilder, aber! 50%! Torpedos bereit! Feuer! Wir haben ihre Hülle beschädigt. Ihr Überlichtantrieb ist ausgefallen. Sie fliehen, Kapitän! Nicht verfolgen! Vielleicht ist es eine List, uns vom Planeten wegzulocken. Schadensbericht. Unsere hinteren Triebwerke haben leichte Schäden. Die Hülle ist an einigen Stellen zerstört. Keine Toten, 4 Verletzte. Wir können froh sein, dass es nur eines ihrer kleinen Schiffe war. Normalerweise kommen sie in großen Schwärmen. Das ist nicht üblich. Lassen Sie die Schilde bis auf Weiteres oben. Wo das herkam, gibt es sicher noch mehr. Kommandant Godwin und ich begeben uns zum Hangar.